Mackie Blue Eyes in Folge 40. Wir sind hier in einer Kaserne, wo gemeine Parasiten geköpfte Soldatenleichen übernehmen, weil sie sich mit dem Hausmeister angelegt haben. Wir müssen eigentlich irgendwo noch eine Schlüsselkarte finden, um hier rauszukommen. Geschichten, die das Leben so schreibt. Man kennt's, ne? Was ist das hier? Das ist wieder ein Rätsel. Nee, das ist... Das ist. Aha, da muss man wieder irgendwas einsetzen. Ich glaube nicht, ich glaube, das gibt's einfach. Das haben sie hier einfach rausgelassen. Hier ist uns irgendwo... Ah! Ansonsten klingt das mit den... der Kaserne und irgendwie Parasiten, die Leichen übernehmen und so schon... Weiß nicht. Das ist... Nach dem aktuellen Bundeswehrskandal oder so. Ist doch auch immer irgendwas im Argen. Bei der Truppe. Aber was soll man auch machen ohne Geld? Daheim bleiben. Kennst du es, dir ist langweilig. Sonntagmorgen bist du in der Kaserne. Übernimmst mit Parasiten den Körper von anderen. Ja, mei. Boys will be boys. Build a rocket, boys. Naja. Na nu? Was guckt der so? Der will bestimmt gar nicht gestört werden. Hey. War der. Jetzt weißt du, wie perplex der jetzt ist. Hallo? Was ist denn hier los? Oh. Oh. Wie? Somatgel? Was hat er denn? Auf der Geschirrspüle? Mhm. Das ist hier so eine Harpune, das ist hier rauf harponiert. Entschuldigung. Darf ich mal? Gehen Sie doch mal was. Jetzt hängt er in mir drin. Git. Bäh. Da geht's noch, warte mal. Da war noch eine Kiste. Da geht's weiter, ich will erst hier gucken. Piep. Kiste auf. Ja. Hat sich gelohnt. Oder schrieb einer was an die Wand? All work and no play, oh nee. Sind es. Alle, die er geköpft hat? Nee, so viele gab's doch da gar nicht. 431 sind's. Davon ernähren so Parasiten sich eigentlich? Schmand. Mag die Waffe. Die mag dich auch. Ach ja. Wow. Ja. Wie in der Gefängnisdusche immer schnell mit dem Rücken zur Wand. Weil sonst die coolsten Typen mit dem Tentakel kommen. Oh ja. Yeah. Das hat was sehr Baumarktmäßiges. Man kann nach dem Spiel eigentlich nicht mehr durch den Baumarkt gehen, ohne lauter Waffen wiederzuerkennen. Vielleicht ist das überhaupt der große Skandal hier von wegen Microtransactions. Vielleicht ist es gar nicht so, dass EA uns bezahlt, sondern dass EA von Hornbach und Hagebau bezahlt wird. Ja, das ist nämlich der eigentliche Skandal in der Sache. Scav-Artefakt. Werkzeughersteller unterminieren unser Hobby. Von Captain Reed. Private Myers Gesuch um Aufnahme in das 163. Wenn ich nach draußen blicke, sehe ich nur Schwäche. Der Krieg mit den Sezessionisten hat uns unsere besten Kämpfer genommen und sie durch Kinder ersetzt. Die Hälfte dieser Deppen kann nicht mal ein Gewehr richtig halten und die andere Hälfte pisst sich in die Hose, sobald ein Schuss fällt. Wenn man in dieser Welt etwas erreichen will, muss man nicht nur bereit sein zu töten, sondern es auch gern tun. Private Myers ist ein Werkzeug. Es ist also nur konsequent, dass wir ihn als solches nutzen. Können wir ihm eine Woche massiver Beleidigungen und Übergriffe, bevor wir ihn wieder rauswerfen. Vielleicht lernt er dadurch und erkennt, dass er nie das Zeug haben wird, einer von uns zu sein. Tja. How about that? Das
der wohl absichtlich Myers heißt, wegen Mike Myers und so. Also nicht ja, jetzt der Austin Powers Darsteller, sondern ab und so. Ja. Der Halloween-Mann. Schadensboost. Oh, ich will das Explosionsmodul einbauen. Und die Bots sind wieder da und alles ist wunderbar. Ja, aber es ist ja auch eine wertvolle Lektion, die man damit mitnehmen kann, weil so, Standardspitze. Was ist denn das? Was ist denn das, was ich da eingesetzt habe? Explosionsmodul. Was macht denn das? Explodieren? Aktivierte wow. Explosion? Ah, ist doch nicht schlecht. Nicht vorhanden. So, warte mal, das heißt, ich kann jetzt ein Sägeblatt abschießen, was ich danach sprengen kann. Sekunde. Das muss man im Spiel wirklich lassen. Jedes Mal, wenn man eine neue Waffe baut und einmal auf den Schießknopf drückt, dann zaubert es ein Grinsen auf mein Gesicht. Was baust du jetzt noch? Ich schau mal, was mit diesen Upgrades, die ich da reingebaut habe. Die gelten ja jetzt hier für gar nichts, oder? Weil da könnte ich doch theoretisch die hier alle raus und die ganzen beschissenen durch bessere ersetzen. So, oberes Tool, Schaden. Zwei Schaden, nachladen. Schaden, zwei Schaden, Feuerrate. Schaden. Schaden ist auf Maximum. Jetzt muss ich noch nachladen irgendwie hochkriegen. Nachladen hinzufügen. Genau. Zweimal nachladen, einen Clip vielleicht noch. So, ja, stimmt, hast du recht. Und wer recht hat? Zweiter Maß. So, schön. Gibt's denn hier jetzt auch so einen Anzugometer? Nee. Ja, das ist jetzt die Stelle, wo wir scheitern werden, oder? Nee, aber hübsch ist es. Hörst du denn, was da gesagt wird? Nee. Ich kann nämlich auch nichts hören. Das ist ein bisschen seltsam. Sekunde mal. Wenn ich da durchgehe, dann tue ich mir doch jetzt weh. Bestimmt. Aber warte mal, kann ich denn... Aha. So funktioniert das also. Wow. Jetzt, oder? Ihr Verstand kommt zur Ruhe. Sie sind im Frieden mit sich selbst. Sie bedauern nichts. Sie haben keine Ängste. Sie haben keine Freunde. Das ist ein bisschen wie das Video, mit dem ich zu GameTube rekrutiert wurde. Oder? Michi. Was? Wow. Ich töte auf Befehl. Stirb. Alle müssen sterben. Stirb, du Lichtstrahl. Alle müssen sterben. Niemand wird verschont. Ach, das ist für diesen Säuberungsbefehl quasi das Training ja, gewesen, ja. Oder? Töten Sie sich selbst. Töten Sie sich selbst. Ihr Verstand kommt zur Ruhe. Sie sind im Frieden mit sich selbst. Da war noch ein Schrank links. Ja, ich versuche auch gerade, was gibt's hier noch? Schlüsselkarte. Reaper-Offizier. Ein bisschen unglücklich gewählt, der Begriff, oder mit Reaper, der ist schon sehr behaftet. Sie haben Jack the Reaper und so. Sie haben keine Freunde. Sie haben keine Freunde. Sie haben keine Familie. Ich will da eigentlich ran. Sie sind
Ich muss da irgendwas rein. Warte mal, ich nehme jetzt mal hier den freundlichen Kollegen, der mir sich bereit erklärt, mir zu assistieren. Der arme amputierte Mann. Wow, yeah. Diese Typen hätten es mit einer kompletten Armee aufnehmen können. Sag mir bitte, dass du jetzt da verschwindest. Ja, ich sehe zu, dass ich einen Weg zurückfinde. Wenn sie fertig sind. Wenn sie ein Schienenbeschleuniger. Töten sie sich selbst. Cool. Schwerer Elite-Rahmen. Da gibt es so ein Webcomic von Control Alt Delete, wo sie erklären, wie Cliff Bleszinski Gears of War toppen will, weil er ein Spiel gemacht hat, wo eine Kettensäge auf dem Gewehr dran ist. Dann siehst du nur so eine Kamera, so einen Zoom auf seine Augenpartie und er sagt, I've got ideas for sequels. Und dann sieht man Marcus Fenix, der ein Gewehr hat, wo unten eine Eisenbahn dran ist. Nein, geh weg! Hau ab! Wieso explodieren diese Sägeblätter? Weil da Sprengzeug drin ist. Das Schweine witzig ist. Töten sie sich selbst, sagt das Video. Mats ab. Wurdest du schon mal hypnotisiert? Nein. Nicht? Würdest du das mal machen wollen? Ja. Ich wüsste total gerne, ob sowas wirklich funktioniert. Ich muss mal meinen Bekannten, wobei Bekannter ist ja schon fast übertrieben. Ich habe seit Jahren nicht mehr gesehen, aber der kann das. Der hat das gelernt. Wieso, was kann man wirklich... Gibt es eine Ausbildung oder wie ist das? Der war früher Texter, glaube ich, und wollte dann irgendwas anderes machen und hat dann tatsächlich Hypnotiseur gelernt und ist inzwischen Hypnotiseur-Lehrer. Also das könnte man bei dem auch lernen. Und das ist dann eher für so Show-Zwecke oder macht man sowas auch zu therapeutischen Zwecken? Ich glaube, der macht beides. Also der war mit so einer Hypnose-Show unterwegs und macht das aber auch zu Therapiezwecken und so Sprachen lernen und gibt ja allerlei Anwendungsmöglichkeiten. Da hinten ging es, glaube ich, auch noch weiter. Im anderen Raum. Bumm. Bäh. Nein. Penner. Auch wenn man die nachladen muss, kann man die nicht zünden. Heiland. Danke. Das ist vor lauter Langeweile, hat sich das Vieh jetzt selbst umgebracht. Nein! Upgrade-Platine, Stase-Beschichtung. Ha! Was macht man jetzt damit? Werden es an der nächsten Handelbank rausfinden. Ist Essen fertig? Nee, schade. Wann haben die eigentlich letztes Mal was gegessen? Ah! Yeah. Ja, da kommt doch was! Mund auf, Augen zu! Ja, man darf nicht wählerisch sein. Nee, und mal so, was da Fleisch drin ist, ey. Ich will hier weg, ich will hier nur noch weg. So, wir fahren jetzt, Kinder. Haben wir das auch gesehen? Puh! Ja, wenigstens eine Menge Plunder eingesackt. Die musst du jetzt noch verbauen bei Gelegenheit, gell? Richtig. Dass wir ein Gewehr bauen, an dem unten noch ein anderes Gewehr dran ist. Oder ein Gewehr, was mit Kettensägen schießt. Fakt. Der Originalmarker, der auf der Erde gefundene schwarze Marker, datiert den Aufstieg der Menschheit voraus. Verstehen Sie? Fakt.
Der Marker strahlt ein Feld aus, das biologische Organismen wachsen lässt und sie mit der Zeit zu einem größeren Zweck weiterentwickelt. Sehen Sie, wohin das führt? Bitte das Ventil erneut öffnen, um fortzufahren. Hinter dir war noch was. Da hinten so. Jetzt habe ich einen Danik unterbrochen, kann es sein? Ich glaube, der war schon fertig. Was wer auch fertig ist? Ich mit den Nerven. Und diese Folge. Ciao, ciao. Ciao.